Björn, was war denn da los? Ja, heute ist irgendwie ein crazy Tag. Crazy hier, ne? Tag? Erst Sommer, dann Regen ohne Ende. Apokalypse now im Zillertal und dann aber auch noch richtig Feuer im Training. Aber Feuer im Training kannst du ja, das ist ja Wahnsinn, ne? Also war schon, aber war klasse, hat Spaß gemacht, ne? Wo fangen wir an? Wir fangen mal beim Nachmittagstraining an. Turnierform haben sie gespielt, 6-6, ja. Auf zwei kleinen Feldern hier auf dem Platz. Und es war auch schon ein bisschen rutschig, ne, weil es hat sich ja hier geschüttet ohne Ende. Training wurde dreimal verlegt, bis es dann endlich um 5:30 stattgefunden hat. Und dann ging es zur Sache, da hat Leo Bittencourt einen Foul, ein blödes Foul, würde ich mal sagen, an Osako gemacht. Und der Osako war überhaupt nicht einverstanden damit, hat den kleinen Bittencourt erstmal weggeschubst. Und dann ging Boro dazwischen und Stefanos Capino. Stefanos Capino, der Türsteher, da war auch dann schnell Ende. Ja. So, aber nicht nur die sind aneinander geraten. Immer noch in demselben Spiel. Ja, was war mit Selke und Toprak los? Auch da gab es einen kleinen Disput. Ein Zweikampf, ein schöner Zweikampf. Ja. Ich meine, dass Toprak das schön geklärt hat, soweit ich das gesehen habe. Selke fand das nicht so toll geklärt. Ja. Und dann standen die sich gegenüber und haben aber den Abstand eingehalten. Selbst mit Abstand wird sich gestritten. Wir gucken vielleicht mal kurz rein. So, Freundinnen und Freunde, wir setzen aber noch einen drauf. Immer noch dasselbe Spiel. Ja? Und dann, so wünscht man sich das. Ne? Ja. Es wurden immer diese letzten Sekunden runtergezählt. 5, 4, 3, 2. Und dann Leo Bittencourt. Ja? Ballert. Ja, komm, guckt's euch an, es ist so geil. Es ist aber immer noch nicht fertig. Ja? Wir setzen jetzt noch einen drauf. Nochmal Selke. Was war da los, Björn? Ja, der junge Mike Nawrocki, der hatte den Selke stehen gelassen. Und dann Selke... Wir gucken es uns an. Also wir hatten auf jeden Fall viel Spaß. Ich glaube, die Zuschauer hier im Parkstadion auch. Aber wollen das Ganze jetzt nicht zu hoch hängen. Ja, es war einfach Feuer drin. Oder wie Clemens Fritz sagen würde. Ich persönlich finde es besser, wenn auch ein bisschen Reibung herrscht, wenn man sich auch mal offen die Meinung sagt. Es ist immer eine Frage, wie und mit wem natürlich auch. Und ich glaube, man sieht, dass die Mannschaft lebt. Und das ist auch das, was so die Eindrücke auf dem Trainingsplatz widerspiegeln. So, bei allem Spaß, den wir aber heute hier hatten, gibt auch noch was Ernsteres zu verkünden, denn sowohl Klaassen als auch Sargent hat es erwischt. Was ist da los, Björn? Ja, David Klaassen hat sich gestern im Training, ist er hängen geblieben im Rasen und muss man erstmal ernst bleiben, hat... David Klaassen hat sich leider im Training hängen geblieben, hat sich das Knie verdreht, hat es heute Morgen noch mal probiert beim Training, hat aber nicht geklappt und jetzt will man morgen eine MRT-Untersuchung machen, um auszuschließen, dass da was kaputt gegangen ist. Clemens Ritz war noch zuversichtlich, dass nichts kaputt ist, müssen wir abwarten. Josh Sargent ist umgeknickt, auch in der Trainingseinheit, auch gestern. Und der hat es gar nicht erst heute probiert, fällt ein paar Tage aus, soll nicht so schlimm sein, aber ein paar Tage Pause. Sobald wir die Infos haben von Klaassens MRT, der übrigens hier im Zillertal stattfinden soll, werdet ihr es lesen bei uns in der Deichstube. So, haben wir noch was vergessen? Ereignisreicher Tag, ja? Die Sonne von heute Morgen sollten wir noch erwähnen mit Tim Borowski, der sich besonders gegen die Sonne geschützt hat. Ja. Lichtschutzfaktor 1000. Wahrscheinlich, ja, aber hat wirklich richtig gebracht. So, nach all den Wetterkapriolen und all den Regengüssen am Tag war hinten raus noch eine Situation. Wir saßen oben auf der Pressetribüne, Björn, und du sagst zu mir, als Chong antritt, ja, müssen wir dazu sagen, es wurden noch ein paar Elfmeter geschossen. Ja, als Elfmeterschießen gab es noch zwischen zwei Mannschaften. Wir wissen nicht, worum es ging. Aber für mich, ich habe das Gefühl gehabt, jetzt geht es um alles. So. Thais Chong. Was habe ich gesagt? Du sitzt neben mir. Ja, jetzt lass mich doch mal. Achso, Entschuldigung. Björn sitzt neben mir, ja, und sagt, Janosch, pass auf, Thais Chong tritt jetzt an und wenn er den netzt, ja, dann wird es eine gute Saison.
eine richtig gute Saison. Und wenn nicht, ist verkackt.